ist die Lage sehr, sehr schwierig. Es gibt natürlich auch Bereiche von Syrien, die mittlerweile schon wieder ruhig sind, wo ein normales Leben möglich ist, beispielsweise in Damaskus, in der Hauptstadt. Aber auch dort kommen jetzt Granaten an, die eben von Aufständischen in die Region einstellen. Aber man darf meiner Meinung nach nicht die Kosten auf die Allgemeinheit abwälzen, während man Gewinne gerne in die eigene Tasche steckt. Vielen Dank für Ihre Meinung. Leute, die für sich in Anspruch nehmen, die Stimme der Wahrheit.